Herzlich willkommen zur Europazeit, dem Europa-Talk aus der Europäischen Akademie Berlin. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Europa, meine Damen und Herren, sagen die einen, ist weit weg und hat mit uns nichts zu tun. Und die anderen sagen, nein, nein, das ist doch hier und heute, wo es stattfindet. Darüber möchten wir heute sprechen, und zwar anhand eines Themas, das, glaube ich, keinen kalt lässt, nämlich die Krise um die Gemeinschaftswährung Euro. Und ich freue mich sehr, dass wir dafür eine Gesprächspartnerin haben, die uns kompetent Auskunft geben kann, die Bundestagsabgeordnete Lisa Paus. Lisa Paus sitzt für die Grünen, Bündnis 90 im Deutschen Bundestag, kennt aber auch die anderen parlamentarischen Ebenen. Sie ist Diplom-Volkswirtin, war Mitarbeiterin eines Europaabgeordneten, war dann 10 Jahre lang Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und ist nun im Deutschen Bundestag und dort im Finanz- und im Europaausschuss. Frau Paus, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Was ist das eigentlich mit der Euro-Krise? Findet die in Deutschland überhaupt statt oder gibt es die nur in den Medien? Also die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit ist relativ niedrig, der Euro ist eine stabile Währung. Ist das eigentlich ein rein südeuropäisches Thema? Sind wir davon überhaupt betroffen? Wir sind betroffen, nicht nur, weil der Bundestag in den letzten 3 Jahren mehrere Rettungspakete beschlossen hat. Das stimmt. Erstmal, die Arbeitslosigkeit ist in Deutschland nicht so groß. Wir profitieren momentan. Rezession in Südeuropa bei einer gemeinsamen Währung bedeutet eben niedrige Zinsen in Deutschland. Das ist gut für die Wirtschaft und das ist gut für den Finanzminister. Beide haben sehr davon profitiert. Der Bundeshaushalt allein in den letzten 3 Jahren 50 Milliarden Euro gespart. Die deutsche Wirtschaft im Export hoch. Noch nie hatten wir so hohe Exportüberschüsse wie in den letzten 3 Jahren. Von daher erstmal Erfolgsmeldung. Aber der normale Berliner und die normale Berlinerin haben schon auch gemerkt, es gibt immer mehr junge Leute aus den südeuropäischen Ländern, auch in Berlin, weil sie da keine Zukunft mehr sehen. Und Otto Normal sieht natürlich auch, dass wegen dieser kritischen Lage nach wie vor zum Beispiel der Immobilienmarkt in Berlin sich deutlich verändert hat. Es gibt inzwischen auch einige, die sprechen tatsächlich von einer Immobilienblase in Berlin. Momentan kaufen Leute Wohnungen in Berlin, wo sie davon ausgehen müssen, dass bei den geltenden Mieten sie 25 Jahre brauchen, bis sich das amortisiert hat. Das ist eigentlich völlig gaga, hat mit realen Preisen nichts mehr zu tun und ist für uns jetzt schon ein Problem und auf jeden Fall ein Immobilien-Miet-Wohnungsproblem, was uns in den nächsten Jahren heftig begleiten wird. Aber hat das mit der Euro-Krise zu tun oder hat es nicht damit zu tun, dass Berlin attraktiv ist? Berlin ist eine der Städte, die wachsen. Wir haben einen erheblichen Zuzug im jedes Jahr und natürlich brauchen die Leute auch Wohnraum. Das ist ja in Ordnung und dass dann also auch Wohnraum nachgefragt wird. Ist das wirklich ein Zeichen der Euro-Krise? Ja, das finden Sie wirklich auch in allen, egal welcher Couleur Wirtschaftsgazette, ob es jetzt die Wirtschaftswoche ist oder andere, die gucken sich das ganz genau an. Die Deutschen selber, ne, die ein bisschen Geld haben, fragen sich, was soll ich damit tun? Ich selber habe meine Volksbank gefragt, die geben mir momentan für mein Sparkonto 0,85% Zinsen. Das bei einer niedrigen Inflation, aber trotzdem von 1,5 bis 2% heißt de facto, mein Geld wird entwertet. Lebensversicherungen momentan werden nicht mehr in der Summe ausgezahlt, wie es mal war, weil die Lebensversicherungen auch Schwierigkeiten haben mit den niedrigen Zinsen. Das heißt, die Deutschen suchen Anlagemöglichkeiten und der Deutsche hat immer schon gerne im Zweifel in Beton investiert. Und aber auch die reichen Südeuropäer, die ja auch sozusagen jetzt suchen, wo können sie ihr Geld anlegen, kommen nach Berlin. Es gibt durchaus belastbare Schätzungen, dass in Berlin da etliches über den Markt geht, wo auch Schwarzgeld im Spiel ist. Also die Makler, wenn man sie hier mal so fragt, die sagen schon, also im Schnitt werden da 100.000 Euro gerne in bar rübergeschoben. Da muss sozusagen Geld offenbar auch gewaschen werden. Das geht auch ins Illegale. Das ist ein großes Problem und macht eben auch sozusagen diese Blase mit aus. Nun kommen ja nicht nur die reichen Südeuropäer, sondern auch die Armen. Das heißt, es kommen viele Menschen, die in ihren Heimatländern, in Spanien, in Portugal, in Griechenland arbeitslos sind. Wir haben dort Arbeitslosigkeiten gerade im Jugendbereich und das heißt so bis 27, 28 über 50%. Das ist doch eigentlich auch ein Punkt, an dem wir profitieren. Wir bekommen gut ausgebildete Arbeitskräfte aus anderen Ländern, sparen selbst die Ausbildungskosten und haben die Leute, die wir brauchen, um unsere Wirtschaft weiter in Schwung zu bringen.
Also wo ist das Problem für uns? Momentan ist das noch kein Problem, in der Tat. Deswegen ist ja auch die Stimmung in Deutschland relativ gut, ne? dass die Regierung das gut macht, dass die Bundeskanzlerin das gut im Griff hat. Aber das wird eben nicht mehr lange so gut gehen. Wenn 6 Millionen Jugendliche in den südeuropäischen Ländern arbeitslos sind, keine Perspektive haben, wenn im Schnitt über 50% der Jugendlichen keine Perspektive haben, wenn man denen sagt, da müssen wir es durch, ne? In 5 Jahren vielleicht habt ihr eine Chance auf einen Job, wenn man gleichzeitig in Spanien mitbekommt, dass da aktuell im Bildungssektor gekürzt wird, dann ist es jetzt noch so, dass gut ausgebildete Spanierinnen und Spanier nach Berlin kommen. Aber wenn da aktuell das Bildungssystem kaputt gemacht wird, dann ist das auf jeden Fall in 5 Jahren dann nicht mehr so. Und spätestens dann werden wir die entsprechenden Folgen wahrnehmen. Und dann ist doch die Frage für Deutschland, wenn wir von der aktuellen Situation eigentlich profitieren, wie wir gerade festgestellt haben. Die Bundesschulden werden sozusagen von selber weniger, weil wir das Geld für quasi null geliehen bekommen. Also nicht wir, nicht Sie und ich, aber Herr Schäuble. Wir bekommen gut ausgebildete Arbeitskräfte, für die wir die Ausbildungskosten nicht hatten, haben also auch davon einen Vorteil. Verpflichtet uns das dann nicht auf der anderen Seite zur Solidarität? Sollte man dann nicht offener sein und sagen, ja, wir müssen auch für die anderen Euro-Staaten etwas zahlen, denn wir kriegen da ja auch was? Ja, also die Perspektive kann, ne, das wird nicht immer so weiterlaufen, das ist völlig klar. Sowas funktioniert nur so lange, wie wir momentan sozusagen als Gläubigerland, ne, oder die einzelnen Leute, die wirtschaftlich davon ausgehen können, das wird immer so weitergehen. Wenn die Rezession in den südeuropäischen Ländern nicht aufhört, dann ist völlig klar, es kann sein, dass es 3 Monate dauert, es kann sein, dass es 9 Monate dauert, aber irgendwann wird dann die nächste Bankenrettung notwendig sein, weil die spanischen Banken zum Beispiel nicht nur aktuell die faulen Immobilienkredite in ihren Bilanzen haben, sondern weil sich dann herausstellen wird, dass sie zusätzlich noch haufenweise faule Unternehmenskredite in ihren Bilanzen haben werden, weil die Unternehmen ja definitiv in der Rezession nichts mehr loswerden, nichts mehr absetzen können. Zu der Immobilienkrise kommt dann zusätzlich noch eine Unternehmenskrise, Unternehmensinsolvenz. Und spätestens dann werden aus den Bürgschaften, die wir zurzeit ja als Deutschland auch mit abgegeben haben, werden dann Fälligkeiten, die werden dann gezahlt werden. Und deswegen spreche ich mich dafür aus, dazu sollte es nicht kommen. Die Bürgschaften sollten nicht ziehen, sondern wir müssen vorher schon einen anderen Kurs machen. Die Transferunion, die es jetzt schon gibt und die zurzeit läuft sozusagen von den südeuropäischen Ländern nach Deutschland, die müssen wir auf andere Füße stellen, auf eine dauerhafte Lösung. Deutschland muss seinen Beitrag nicht nur in Form von Bürgschaften, sondern tatsächlich auch in Form von tatsächlichen Transfers in die südeuropäischen Länder leisten. Sonst wird es dauerhaft nicht weitergehen. Also das heißt, wir müssen Geld in die Hand nehmen, um Arbeitsplätze in Griechenland, in Spanien, in Portugal, vielleicht in anderen Ländern, die da noch bedroht sein könnten, nehmen wir Zypern, Slowenien, um dort Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, das müssen wir. Auch die Bundesregierung hat ja jetzt de facto eingesehen, ne, dass sie da ein Problem bekommt. Hat jetzt angekündigt, dass die KfW kurzfristig Unternehmenskredite geben soll an Kreditanstalt für Wiederaufbau. Genau, ja. Die Deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau, dass sie jetzt kurzfristig ein Kreditprogramm auflegen soll für Unternehmen in südeuropäischen Ländern, weil die jetzt von extrem hohen Zinsen belastet sind. Das zeigt sozusagen, es gibt ein Eingeständnis, da haben wir was falsch gemacht, da läuft was schief. Ich finde trotzdem die Lösung nicht richtig, sondern wir brauchen dann eine vernünftige europäische Lösung. Ansonsten ist es noch stärker so, als es jetzt schon wahrgenommen wird, dass alle anderen europäischen Länder zu Bittstellern von Deutschland degradiert werden. Das entspricht nicht dem europäischen Geist, der europäischen Integration und der Friedensperspektive von Europa. Europa wird keine Perspektive haben, wird keinen nachhaltigen Frieden haben, wird aus der Krise nicht rauskommen, wenn am Ende irgendwie steht, Deutschland regiert über alle. Nun sind Sie ja nicht nur Mitglied des Deutschen Bundestages, Sie sind auch Kandidatin für den Deutschen Bundestag. Das heißt, Sie kandidieren wieder, das heißt, Sie machen Wahlkampf, Sie stehen auf der Straße an Infoständen und diskutieren mit Bürgern. Ist diese Botschaft vermittelbar und kann das ein Politiker sich trauen, zu sagen, die Euro-Krise ist eine Situation, von der wir Deutschen im Augenblick profitieren, niedrige Zinsen, Arbeitskräfte, Einwanderung, und deshalb müssen wir Geld nehmen,
um in anderen Ländern Arbeitsplätze zu schaffen. Ist diese Botschaft vermittelbar und trauen Sie sich das zu sagen auf der Straße? Selbstverständlich traue ich mich das zu sagen, weil mir eben eine Perspektive wichtig ist. Und die Leute haben es ja schon grundsätzlich verstanden. Ja? Die finden das teilweise zu komplex und halten sich deswegen an Angela Merkel, weil es momentan ja offenbar soweit ganz gut gefahren ist, zumindest in Deutschland sozusagen kriegt man das nicht so mit. Wenn man mit den Leuten spricht, dann sind sie aber doch verunsichert. Und die Debatte darüber, hat der Euro noch eine Zukunft oder nicht, die findet ja statt. Es gibt ja inzwischen eine neue Partei, die sich gegründet hat, die sagt, wir sind die Alternative. So, und damit werden wir natürlich konfrontiert. Und da sage ich, die Alternative, aus dem Euro auszusteigen, die ist irre teuer. Den Weg können wir nicht gehen. Deswegen brauchen wir eine andere Alternative. Wir brauchen tatsächlich die Alternative, wenn wir eine Perspektive für Europa wollen. Wir brauchen dann weitere Schritte für Integration. So wie es jetzt läuft, wird es nicht weitergehen, sondern wir brauchen tatsächlich Schritte hin zu einem stärkeren, solidarischen Europa. Da muss Deutschland auch seinen Beitrag leisten. Das stimmt. Die Leute wollen erstmal, denen ist das unangenehm, die wollen erstmal kein Geld zahlen. Aber wenn man mit ihnen eben genau, aber wer will das schon gerne? Aber wenn man mit ihnen tatsächlich darüber spricht, was auf dem Spiel steht, dass es um eine existenzielle Krise Europas geht und dass Deutschland schon qua sozusagen geografischer Lage ja ohne Europa nicht denkbar ist, dann erlebe ich jedenfalls, dass sehr viele Leute aufgeklärter sind und klüger sind, als man das gemeinhin als Politiker oder Öffentlichkeit wahrhaben will. Herzlichen Dank, Lisa Paus. Meine Damen und Herren, das war's schon wieder. Unsere Zeit ist zu Ende, aber viele Fragen sind offen und vieles ist noch zu besprechen. Europa wird uns weiter beschäftigen. In der nächsten Woche begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Andrea Despot. Sie wird im Gespräch sein mit dem Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, um mit ihm zu besprechen, was tut Europa eigentlich in Deutschland und in Berlin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass Sie dabei waren. Kommen Sie gut durch die Woche und bleiben Sie uns gewogen. We'll be right back.